Das ist Amir. Amirs Eltern sind aus Syrien und leben in einer Notunterkunft in Hamburg. In Hamburg gibt es 100 Notunterkünfte. Dort leben 32.000 Menschen, davon 10.500 Kinder. Notunterkünfte sind nicht mit WLAN ausgestattet. Eines Tages entdeckt Amir einen auffälligen Bus, der außen Sportplatz und innen Computerraum ist. Hey Amir, schau mal, die beiden suchen noch einen Spieler, um bei unserer 3x3-Liga mitzuspielen. Du kannst das. Was ich ihnen mit Amirs Geschichte versuche näher zu bringen, ist meine eigene Geschichte. Ich bin Samer Ismailat, ehemaliger Profi-Basketballer und Streetworker. Ich komme aus dem Libanon und Basketball hat mir einen Lebenssinn gegeben. Mit dem Betzbus habe ich ein Konzept entwickelt, das Kindern und Jugendlichen, dessen Bildungschancen durch soziale, finanzielle und kulturelle Umstände beeinträchtigt sind, mit moderner Technik, Hausaufgabenhilfe, Berufsorientierung, Bewerbungshilfe und Sport eine Perspektive bietet. Gemeinsam können wir Kindern wie Amir eine Starthilfe für ein selbstbestimmtes Leben geben. Seien Sie Teil unserer Mannschaft und unterstützen Sie uns finanziell, damit wir Kindern früh dabei helfen können, ihre Stärken und Schwächen kennenzulernen, um ihre persönlichen Potenziale zu entdecken.